Hallo und herzlich willkommen zu meinen Neuzugängen. Ich war gestern, nee, das war gar nicht gestern. Doch, gestern war ich auch im Thalia und davor war ich auch schon mal im Thalia und habe mir ein paar Bücher gekauft. Einerseits die letzten drei Teile von Harry Potter, weil ich das ja jetzt bald mal durchlesen möchte. Einmal Harry Potter und der Orden des Phönix. Harry Potter und der Halbblutprinz. Und ist es in richtiger Reihenfolge? Ja, ich glaube. Ja, und Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Ich finde diese Taschenbuchausgaben sehr gut, weil die lassen sich einfach besser mitnehmen als die Hardcover. Und ja, ich finde es auch mal, ist eine Abwechslung, Harry Potter als Taschenbücher zu haben. Dann konnte ich nicht vorbeigehen an Chick. Das Buch wurde ja mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet und wurde mir auch schon von einer Freundin empfohlen. Wollte ich also schon länger lesen und ja, ich freue mich drauf. Soll ja auch, glaube ich, bald verfilmt werden. Ich meine, ich habe einen Trailer hierzu gesehen. Wenn ihr Näheres wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nicht. Und ja, mal sehen. Also, das Buch, da brauche ich, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen. Ich weiß auch gar nicht, worum es geht, ehrlich gesagt. Ah ja, also, ja, das sollte eigentlich bekannt sein und ich lasse mich mal überraschen bei dem Buch. So, dann das Buch, was eine Zeit lang in aller Munde war und auch immer noch irgendwie ist. Dark Love, Dich darf ich nicht lieben, von Estelle Mascam. Ja. Oder Mascam, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es ja hier um die 16-jährige Eden, die zu ihrem Vater nach Santa Monica soll. Und ja, die Eltern sind getrennt, soweit ich das verstanden habe. Und dort trifft sie auf ihre Stiefgeschwister, vor allem auf ihren Stiefbruder, der auch ungefähr in ihrem Alter ist. Und ja, sie ist ein gutes Mädchen, er ist ein Bad Boy. Die beiden treffen aufeinander, sind Stiefgeschwister und scheinbar knistert es dann zwischen denen, was ja nicht sein darf, weil es Stiefgeschwister sind. Wobei eigentlich sehe ich da kein so richtiges Problem drin, aber mal gucken. Auf jeden Fall eine, ja. Eine schöne Situation, die hier geschaffen wurde. Und das sieht echt so ein bisschen. Irgendwie muss ich an Gossip Girl denken. So, ich weiß nicht, wie es vom Feeling her ist. Ja, ich mag die Kulisse sehr. Also ich freue mich schon auf das Buch hier. Ich hoffe, das ist so ein schönes Jugendbuch. Jugendbuch, New Adult. Also, das ist ja irgendwie so. 17, finde ich, ist immer so eine Grenze irgendwie. Man ist noch nicht erwachsen, aber man ist auch nicht mehr so wirklich in der. Also in der Pubertät schon, aber so, ja, zur Schwelle zum Erwachsenwerden, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist ein interessantes Alter auf jeden Fall und ich bin schon gespannt auf dieses Buch. Da gibt es ja auch gespaltene Meinungen zu und mal sehen, wie mir das Ganze gefallen wird. Dann ein Buch, was ich auch überall gesehen habe in letzter Zeit: Paris, du und ich von Adriana Popescu. Popescu? Ja. Ich habe von ihr noch nichts gelesen. Aber oft was von ihr gehört und das Buch soll ja eigentlich ganz gut sein und ein so ein bisschen dieses Paris-Feeling total nahe bringen. Und ja, man soll das Gefühl haben, mit der Protagonistin so ein bisschen durch Paris zu gehen. Und die Protagonistin hier heißt Emma, soweit ich das verstehe. Und ja, irgendwie, wie war das nochmal? Ja, ich weiß auch nicht so ganz, was da passiert. Also irgendwie war da ein Typ, den sie kennengelernt hat, der bei ihr in der, den sie kennengelernt hat, ja, und in den sie sich verliebt hat und sie dachte, er hat sich auch in sie verliebt und er ist dann wieder zurückgegangen nach Frankreich und sie fasst jetzt den Entschluss, ja, dann reise ich ihm halt einfach hinterher und mache ihm mal eine Überraschung. So sagt ihren Eltern auch, ja, ich habe eine Bleibe und alles gut und so, soweit ich richtig informiert bin. Und dann geht es halt ab nach Paris und sie macht ihm eine Überraschung und siehe da, er hat eigentlich eine Freundin. Ja, versucht diese zu besänftigen und schaut diese hier sozusagen nicht mehr weiter an. Also lässt sie links liegen und sie ist Emma lässt er links liegen und sie ist so ein bisschen auf sich gestellt und dann trifft sie aber auf jemand anderen in Paris und ja, dann, ich glaube, dann bahnt sich da was zwischen den beiden an, obwohl sie halt von dem anderen so stehen gelassen wurde. Also,
Kann das nicht so gut. Ich bin ganz schlecht im Zusammenfassen und ich versuche nur das wiederzugeben, was ich bisher über das Buch gehört habe. Aber ja, so in etwa weiß ich über das weiß ich alles über das Buch und mal sehen, wie es ist. Und ich freue mich schon sehr drauf. Und dann habe ich ein Buch gekauft, das habe ich eigentlich meiner Tante gekauft als Geschenk. Das heißt Fünf am Meer. Das hat mich total angesprochen und ich dachte mir, das spricht sie bestimmt auch total an, weil das Cover sieht schon so fröhlich aus und nach Sommer. Und es geht um Lynn, die irgendwie erstmal, ach so, genau, sie erwischt ihren Verlobten beim Fremdgehen und dann bricht eine Welt für sie zusammen, aber dann findet sie heraus, dass sie geerbt hat und zieht um. Und irgendwie in der Gegend wohnen auch Senioren, mit denen sie sich anfreundet und so weiter und so fort. Und ja, ihr Leben kriegt einen neuen Wind sozusagen. Und ja, ich glaube, ich hoffe, das gefällt meiner Tante. Ich glaube schon, weil sie jetzt auch in einem Beruf ist, in dem sie mit Senioren arbeitet, unter anderem. Und ja, sie sich sehr gut mit denen versteht. Und ich kann mir vorstellen, dass das für sie vielleicht was ist. Ja, mal gucken, wie es ihr gefällt. Und danach würde ich es gerne natürlich auch selber lesen, wenn ich das darf. Okay, so, das sind meine Neuzugänge. Mal sehen, wie mir die Bücher so gefallen. Und Rezensionen dazu werden auf jeden Fall folgen, denke ich. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!